Was ist das? Sterbender Soldat! Nein, ich rette dich! Wer ist da? Graue Wächter? Er ist nicht halb so tot, wie er aussieht, oder? Mein Spähtrupp wurde von der dunklen Brut angegriffen. Sie kamen aus dem Boden. Bitte helft mir! Ich muss zurück ins Lager! Okay, wir sollten zumindest versuchen, seine Wunden zu verbinden. In meinem Gepäck sind Verbände. Vielen Dank. Oh! Ich muss hier weg! Boah, sieht ja krass aus, ey. Voll verblutend. Habt ihr das gehört? Die dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt euch, Sir Jory. Wenn wir vorsichtig sind, geschieht uns nichts. Diese Soldaten waren auch vorsichtig und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der dunklen Brut können wir vier erledigen? Ein Dutzend? Hundert? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde stoßen. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling, aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Für mich klingt er wie ein Feigling. Ich versuche nur am Leben zu bleiben. Oder seht ihr mich etwa fliehen? Ein wenig Angst zu haben ist nicht unnormal. Wer hat die dunkle Brut schon gern in seiner Nähe? Ich jedenfalls nicht. Ich freue mich darauf, sie zu erledigen. Blutrünstigkeit ist ein wirklich reizender Charakterzug. Wusstet ihr das? Ihr müsst eins wissen. Alle grauen Wächter besitzen die Fähigkeit, die dunkle Brut zu spüren. Was auch immer sie planen, sie werden uns nicht überraschen können. Deshalb bin ich hier. Seht ihr, Sir Ritter? Es kann sein, dass wir sterben. Aber zumindest wissen wir es vorher. Soll mich das etwa beruhigen? Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. Okay. Wir sollten uns wieder auf den Weg machen. Wir sind ja doch auf dem Weg. Wir können uns ja hier einfach mal ein bisschen umgucken. Dunkle Brut! Ah, da hinten. Herlock, Genlock. Wie viele sind das denn? Oha, ey. 1, 2, 3, 4, 5 mindestens. Okay. Warum bewegen die sich nicht mehr? Ey, Leute. Selbstverständlich. Gruppe. Okay, ich mach mal gerade. Okay, ich würde sagen, wir nehmen Alistair und gehen auf ihn. Wir nehmen dich und auf ihn und dich auf ihn. Und wir stören uns selber. Angriff! Haben wir den wieder nicht getroffen. Okay, der ist schon mal down. Oh, da oben stirbt gerade einer. Yay. Naja, der kommt ja wieder. Komm schon. Und bam. Sehr gut. Fläche mit der dunklen Brut. Todeswurzelextrakt. Was ist da unten noch? Fläche mit der dunklen Brut. Granat. Okay. Ist hier oben ein ganzes Lager jetzt, oder was? Da hängt auch noch was. Todeswurzel.
Achso, nicht hängt, sondern... Oh, da hängt noch was. Hi, Jungs. Ich hoffe, ihr habt's bequem. Wie ihr meint. Kommen wir denn da rüber? Kann ja jetzt nicht einfach auf den Baum drauf, oder? Springen kann ich ja nicht. Müssen wir einen anderen Weg suchen. Gucken wir erstmal hier weiter, ob es hier noch lang geht. Ist hier noch irgendwo was? Da oben. Oh, jetzt kriegen wir alles ab. Du gehst mal bitte nach da oben und du gehst auch mal bitte nach da oben. Ah, schon wieder nicht getroffen. Komm, 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 komm. Der ist schon mal down jetzt hier. Nein, ich hab verfehlt. Aber da ist schon wieder einer down von uns. Zwei down. Sehr gut. Naja, solange wir immer mindestens einen am Leben haben, kommen die ja alle wieder. Ist ja nicht so schlimm dann. Eines deiner Gruppenmitglieder ist im Kampf zu Boden gestürzt, schwer verletzt wurde, Wunden, Abzüge mit sich. Oh, ist doch nicht so gut. Knochenbruch, Abzug auf Geschicklichkeit. Verletzte Smaragda, offene Wunde. Ah ja. Gucken, wie lange sowas hält. Was sind wir denn jetzt? Da geht's noch weiter. Hier sind die Dinger. Das heißt, wir müssten jetzt... Du benutzt mal das. Oh. Du benutzt bitte einen kleinen. So, geht's denen jetzt wieder besser? Ah, okay, also das scheint jetzt nicht funktioniert zu haben, wie ich mir das gedacht habe. Ah, Verletzungsausrüstung ist es. Dann geben wir die dem mal hier. So, jetzt müsste der doch... Jawohl. Jetzt haben wir halt noch ihn hier, müssen wir halt gucken, wie wir das machen. Alles klar. Ja. Noch mehr dieser Teufel! Wow! Ach du Scheiße! Oh wei, oh wei! Du nimmst mal gerade bitte einen Wundumschlag hier. Ich schnapp mir da jetzt den Bogenschützen. Wundumschlag. Boah, der hat mich betäubt. Aber man kann den Pfeil leider nicht ausweichen. Okay, ist da hinten noch irgendwas? Sieht gut aus. Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Geld.
Truhe. Betrachtet es als erledigt. Okay, die Handschuhe können wir jetzt leider nicht gebrauchen. Tongötze. So, ich will ja sowieso alles nehmen. Tongötze. Und wir haben irgendein Tagebuch gefunden. Tja, wo auch immer das jetzt ist. Ah, wahrscheinlich Kodex-Eintrag. Hier haben wir noch mehr von den Viechern. Wie ihr meint. Lyrium-Trank braucht keiner von uns. Ein bisschen Geld. Nun gut. Das war hier Wegzeichen der Chazint. Dann können wir da oben nochmal lang. Dann sind wir, glaube ich, eine Runde gegangen, ne? Ja. Dann haben wir diesen Part hier gesäubert. Das heißt, wir müssen hier jetzt runter. Machen wir uns nochmal auf den Weg dahin. Bin ich jetzt noch richtig? Ja. Ach ja, genau, da oben waren ja noch welche drauf. Seht nur, arme Kerle. Das geht wirklich zu weit. Da ist auch eine Truhe. Frage ist so, wie man da hinkommt. Okay, gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Ja, ist gut. Ich weiß, dass ich jetzt mittlerweile im Kampf bin. Erstmal alles absuchen. Klingt nach Wölfen, ne? Oh, Hinterhalt. Doch keine Wölfe. Naja, die haben wir ja ganz gut verteidigt. Oha. Man sieht immer mehr, warum das Spiel ab 18 ist. Oh, sehr gut. Wundumschlag bekommen. Hier ist eine Pflanze. Eine Wildnisblume. Diese Blume. Weiß und in der Mitte rot. Der Hundepfleger in Ostager hat nach so einer gefragt. Aha, und was will er damit? Hast du eine Ahnung? Der Hundepfleger meinte, dass diese Blume den Hunden helfen kann, die krank geworden sind, nachdem sie die dunkle Brut gebissen haben. Auf jeden Fall hat er jedem eine Belohnung versprochen, der in die Wildnis geht und ihm eine bringt. Ich will nur, dass du darüber nachdenkst, das ist alles. Ah, das klingt doch eigentlich ganz gut, das können wir machen. Bringen wir dem doch diese blöde Blume. Bisher hätte ich doch besser mal mit allen da geredet, die ich da hätte finden können. Aber wenn die einen darauf hinweisen, haben wir ja insofern auch ein bisschen Glück gehabt. Können wir ihm ja auf jeden Fall noch bringen, diese Blume. Jetzt geht's weiter. Oh, ah ne, das waren ja die Schurken, die uns angegriffen haben. Wer jetzt? Ah, da hinten die Wölfe. Kommt mal her, ihr Wölfe! Jetzt geht's euch an den Kragen. Oh, kämpft der Große damit? Hopp schon! Zerfetzen? Die zerfetzen. Alpha-Wolf. Oh. Komm schon. Mach den Alpha-Wolf down.
Oh, was macht denn der mit uns? Boah, sehr gut, Jungs. Das ist nicht gut. Ich bin verwundet. Alter Vater, ey. Kommt da so ein Alpha-Wolf an. Macht mal eben Krawall. Hey, da oben ist eine Truhe. Eiserne Truhe. Ja, ich hab's verstanden. Ein Brief. Oh, eine neue Waffe. Zweihändig. Abschiedsbrief an Jogby. Cool. Was ist denn hier immer dieser Kodex? Wie kann ich darauf zugreifen? Kodex. Quest bezogen. Abschiedsbrief an Jogby. Wer sich das durchlesen möchte, kurz Pause drücken. Genauso wie hier. Ich scroll kurz runter. Na, also einfach nur kurz pausieren und dann könnt ihr euch das durchlesen. Damit ihr die Chance erhaltet, auch mehr von der Story zu erfahren. Ich würde zwar auch, ich habe das bei Sieve mal eine Zeit lang gemacht, dass ich da die Sachen durchgelesen habe und auch laut gelesen habe, aber das zieht einfach das Spiel so in die Länge. Das macht dann auch irgendwann nicht mehr so wirklich Spaß. Warum wird jetzt hier gespeichert? Sehr schön. Okay, was ist jetzt hier?